Gehen wir mal rein. Kommt rein hier. Jo. Danke, dass du mich nach dir eingeladen hast. Ja, was das jetzt auch gesagt, euch gesagt sein soll, weiß ich auch nicht, was das im Gebäude ist. Ich denke mal auch, ich sehe hier schon, hier ist irgendwas mit Fliesen, da wird ein Waschraum gewesen sein. Ich will jetzt auch nicht ganz so durch die Dinger hier durchgehen. Einfach nur mal so einen kleinen Einblick von diesem Gebäude hier haben. Sehr dunkel. Ja, Toilette war das. Schlecht zu erkennen. Aber hier ist schon kühl, ist eine kleine Abkühlung. Ja, ich denke mal Bürogebäude, Pausengebäude, Umkleiderraum, irgendwie sowas wird das gewesen sein. Belitza? Ja. Da gibt es so eine Seite, die sind offiziell, offizielles Places, weil der bezahlt ja nur 80 Euro. Also worauf ich Bock hätte, sag ich mal ganz ehrlich, Tschernobyl. Das wäre der Oberhammer, das mal zu sehen, das wäre richtig geil. Da machen wir auch viele schon, wie heißt die Stadt? Keine Ahnung. Oh, der Boden sieht aber, also das ist das Dach, ne? Da müssen wir jetzt nicht drauf. Das wäre richtig. Oh, nee. Kaputt nicht. Alles ein bisschen unsicher aus. Muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Alles einsturzgefährdet. Wenn sie nichts gefunden hat. Jo. Jo. Interessant. Aber halt wenig mit alt. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Rucksäcken. Schöner von Adidas. Ja, das ist wirklich verwunderlich, warum hier so viele Rucksäcke rumliegen. Ehrlich. Ja, jetzt bin ich doch in den Raum reingegangen. Ja, was das auch alles hier war oder so eine Funktion hat, weil der Raum ist ziemlich klein. Könnt ihr mir gar nicht vorstellen, was der hier so eine Funktion hat. Aber guck mal Leute, ich bin hier schon an der Decke. Ja? Also hier ist meine Hand, ja. Man kann nicht aufpassen. Der Kai sagt auch gerade, jetzt sind wir hier am Schnüffeln, auf einmal kommt da eine um die Ecke. Also ich glaube, ich würde wechseln gehen oder würde den Tod schlagen. Ja, also auf jeden Fall. Ja, was das für Schränke waren, was das für eine Funktion alles ist. Ich kacke, du kackst. Erst er, sie, es kackt, wir kacken, ihr kackt, sie kacken. Eine Person, sie wollen. Geistreiche Sprüche. Oh, ich glaube, hier oben hat sich aber mal einer eingenistet gehabt. Ein bisschen Schiss hier, was den Boden angeht. Naja, gut, Leute, ich habe euch alle lieb. Meine Eisenmagenpflicht, meine Frau, wenn was ist. Oh Mann, ist denn die Werbung da? Es war ein Tag. Ja, entschuldige jetzt ein bisschen die Bilder, Leute. Guck mal, was das ist. Noch gar nicht so alt. 2016. Juicy Beats. War ich auch schon mal, aber schweineteuer jetzt geworden. Schuhe, Jacke. Ja, hier werden wohl viele Obdachlose hingehen. Ja. Jetzt ist ja alles schön warm. Vielleicht sind sie, ja, jetzt kannst du hier bleiben. Aber ich denke mal, im Winter wird das auch hier saukalt sein. Bitte die Bilder zu entschuldigen, Leute, dass das ein bisschen wackelt, aber ihr sollt halt live dabei sein und das so aus meinen Augen sehen. Ja, ich bin bescheuert, ihr wisst es. Gut, in dem Gebäude ist jetzt halt nicht mehr so viel, auch nicht so Interessantes. Ich würde sagen, wir verlassen das Gebäude und gucken uns ein neues raus. Es muss hier noch ein anderes Stellwerk geben, da bin ich ziemlich sicher. Aber ich kann mich auch vertun, weil wie gesagt, die Videos, die ich gesehen habe, waren jetzt auch schon 6, 7 Jahre alt. Und in der Zeit hat sich ja die Natur, wie schon mal gesagt, viel wiedergeholt. Aber hier sind noch 1, 2, 3 Gebäude und das zeige ich euch auf jeden Fall. Leute, hier ist ein alter Keller.
Und ich wäre nicht der Dortmunder Junge, wenn ich euch den nicht zeigen würde. Wir gehen mal runter. Ja, ich habe ja Spezialfahrzeug an. Also ganz rein gehe ich jetzt nicht, Leute, aber ein bisschen will ich euch zeigen. Überall Dornen. Sehr nass. Sehr nass. Aber wir haben leider kein Licht. Wir haben leider kein Licht. Kannst du echt ein. Hallo Echo. Hallo Jürgen. Hä? Ja. Jetzt kommt einer. Das letzte Jahr. Ja, jetzt kommt da irgendwie so ein Zombie, aber. The Walking Dead. Tausende von Mücken hier. Jo. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Wer einen Stuhl braucht, einfach mich anschreiben. 500 € nehme ich den für den. Rarität. Nur Bescheid sagen, Jungs. Keine Schüchternheit. Ja, gut. Dann haben wir das Gebäude jetzt auch. Jetzt gehen wir noch ein kleines Stückchen. Gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwie durchkommen. Weil hier sind jetzt auch so dicke Büsche. Ein kleines Stück kommst du noch da rum. Ja, dann gehen wir nochmal das kleine Stück da weiter. Asbest ist das? Sieht doch aus wie so Dämmungswolle. Was ist das denn hier? Preisschilder? Ja. Rollo Amsterdam. Alter, da musst du mal echt mal sehen, mal, welches Bauhaus oder Unternehmen hat diese Preisschilder gehabt. Die sind dir doch einfach hingeschmissen worden und Arschlecken. Dass die, das, weiß ich nicht. Dann hast du auch noch so Firmen, die ihren ganzen scheiß Müll hier ablegen und dann einfach sich verpissen. Das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Das ist natürlich auch so ein Ding, was wirklich nicht sein muss. Ich meine, die Umwelt ist schon genug belastet, aber da muss man jetzt hier nicht so eine Scheiße noch machen. Ja. Eine Garage. Ja, dann haben wir das Gebäude auch erstmal. Komplett. Wie ein Zack umgeknickt er und hat auf einmal einen dicken Knöchel gehabt. Das geht schnell. So, ja, ganz unangenehmes Gehen. Glas. Mhm. Ja, interessant. Wenn du auf einmal alleine bist, ja, und hast du auf einmal hier was Kopfchen mehr weg. Jo. Ja gut, es ist ja jetzt nicht so, dass das Gelände hier mitten im Wald ist. Es ist ja eigentlich ziemlich nah eine Straße, wo viele Autos langfahren. Hier ist ja ein Gewerbegebiet. Aber nichtsdestotrotz, du brauchst wirklich mal so unglücklich zu stürzen oder zu fallen, haust mit dem Kopf auf, dann liegst du hier. Möchte ich wissen, wie viele Leute da allgemein schon mal einen bleibenden Schaden davon getragen haben, weil sie zu spät gefunden worden sind oder weil ein Notarzt einfach zu spät kam. Gut, wir gucken noch mal ein bisschen, aber ich glaube, das wird jetzt alles hier zu eng, da kommen wir gar nicht so durch. Da wird aber auch alles drin kaputt sein, glaube ich. Ja, also reinkommst du, musst du irgendwie. Vielleicht von der anderen Seite, aber... So, jetzt sind wir wieder an der einen Stelle, wo die Brücke ist, wo ihr also gerade die Übersicht bekommen habt von den ganzen Gleisen, die hier sind. Also ich habe jetzt nicht gezählt, ich glaube so 20, 30 Gleise sind wohl nebeneinander. Möchte mich jetzt hier nicht falsch oder euch falsch informieren, aber das ist jetzt immer so eine grobe Schätzung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja sagen wir mal 20 ganz bestimmt. Aber auf jeden Fall, das hatte ich euch ja gerade gezeigt gehabt. Und jetzt bewegen wir uns mal zu der anderen Seite hin. Ja. Da ist der Schuppen von Anfang an, also wo wir von Anfang an waren, wo ich das Intro gemacht habe für euch. Und wo wir zuerst drin waren. Und jetzt wollen wir uns zu den Gebäuden auf der anderen Seite gehen. Ob natürlich noch Gebäude jetzt in diesem Bereich, der hier hinten sind, wo die Büsche sind, das weiß ich jetzt nicht. Muss auch ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt auch nicht so eine große Lust, da jetzt durchzukraxeln. Es ist ziemlich anstrengend und schwül. Gut, dann mache ich mich mal weiter auf den Weg. Jo. Ja, die Bahn, die macht schon viel. Viel Mist. Obwohl, alles ist auch nicht schlecht, aber teilweise aber auch wirklich marode. Da ist so eine etwas höhere. Oder etwas, das Gleis etwas höher. Das alles hinführt. Ich denke mal, hier sind auch einige Verbindungsgleise zu den umliegenden Werksgeländen. Ich sag ja, einmal war VDO hier in der Nähe.
Dann hier Spedition, vielleicht haben die auch alle so einen Anschluss noch gehabt. Ja, hier ist nochmal der Lokschuppen, beziehungsweise die Instandsetzungshalle, vermute ich mal. Wenn einer mehr weiß, was es war, kann es gerne in den Kommentaren schreiben. Aber ich denke mal, das war wohl eine Instandsetzungshalle. Aber letztendlich ist das ja auch egal. Ja, und jetzt machen wir uns, wie gesagt, auf der anderen Seite hier nochmal die Rückblende. Da waren wir gerade. Ja, so sieht's aus. Ja, und da die Gebäude, die beiden, die haben wir noch nicht. Da wollen wir gleich noch mal rein auf dem Rückweg, die ihr jetzt so hinter den Büschen sieht. Ich mache mich jetzt erstmal mit dem Kai auf dem Weg Richtung Stellwerk, beziehungsweise da soll noch ein Stellwerk sein. Das war ja auch eins, wo wir jetzt gerade drin waren, aber ich glaube, das ist interessanter, wo wir jetzt hingehen. Jo, so sieht es also aus hier. Wir werden sehen, was mich hier noch alles erwartet. Da ist sogar ein Vogelnest drin. So, und jetzt sind wir weiter. Mal sehen, wo uns die Gleise hinfühlen. Altes Formsignal noch. Ja, da hinten waren wir, wo die Brücke ist. Hier sind ja, wie gesagt, noch mehr Gleise, aber das ist so die einzige Strecke, die wir jetzt hier abklappern können. Da ist ja alles zugewuchert. Da kommt es ja vor wie ein Vietnam-Mensch. Ja. Gut, lassen wir uns überraschen, wie gesagt, was noch kommt. Ja, hier noch. Einer mitnehmen kann er sich zu Hause eine schöne Lampe fertig machen. Immer. Gut, gucken wir, was uns hier noch erwartet. So, ein sehr schönes Formsignal noch. Licht. Cool! Ja, hier die Gleise. Ich glaube, das müsste gigantisch hier ausgesehen haben. Aber wie gesagt, durch das Zugewucherte hier siehst du nichts mehr. Und da auch noch Gleise. Jo. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg. Wie gesagt, entschuldigt nochmal die Kameraführung. Da ist das alte Stellwerk, was ich ursprünglich sehen wollte. Ich finde, das sieht auch sehr schön aus. Das könnte ich mir auch gut irgendwie als Bausatz vorstellen. Ja, auch schon sehr verfallen und marode. Ja, und zu dem Stellwerk weiß ich wohl, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Stellwerk war oder das Stellwerk, wo ich jetzt gerade drin war. Hier soll mal ein etwas schwereres Zugunglück passiert sein. Also jetzt nicht nur irgendein Güterwagen aus den Gleisen gesprungen, sondern ein, ja, etwas schwereres, glaube ich, mit Tote und Verletzte. Ich bin jetzt unsicher. Das ist aber nur die Info, die ich erstmal so gefunden habe, auf der Schnelle. Weil ich weiß echt nicht, unter was ich hier gucken soll, unter diesem Güterbahnhof, dass ich da Infos bekomme. Ich wollte euch auch gerne Bilder zeigen, wie es früher aussah. Aber vielleicht schaffe ich das noch. Wie gesagt, die Erklärung und alles, was ich weiß hierzu, mache ich zu Hause fertig. Und dann werde ich euch das nochmal ja, alles erzählen, was ich weiß. Gut, ich mache mich mal jetzt ein bisschen näher an den Stellwerk ran. Vielleicht kann ich euch ja
ein paar Aufnahmen von innen zeigen. Auf jeden Fall finde ich das Gebäude sehr gelungen. Also ich könnte mir das echt vorstellen auf Modellbahn. So was Ähnliches wird sicherlich schon geben, aber es hat was. Es hat wirklich was, finde ich jetzt. Ja, sieht schon gut aus. Der Kollege hat schon was entdeckt hier. Kommst du rein? Nee, ist zu. Aber vielleicht kann man da was machen. Warte, ich komme da auch mal rauf. Ja, leider komme ich nicht rein. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Ich will die Kamera jetzt auch nicht so weit da reinhalten. Bei meinem Glück fliegt die dann da rein und dann habe ich den Salat. Dann komme ich dann nicht mehr an mein Handy dran. Ich hoffe, das ist nicht zu verschwommen. Ja, so sieht es dann halt da drin aus. Ne? Warte mal, ich versuche noch mal eine andere Aufnahme. So, jetzt halte ich das Handy in meiner Hand. Ich habe davon Stativ abgenommen. Hier in der Mitte sind auch noch mal die Schalter. Ja, dann ist das im Prinzip dasselbe Stellwerk oder dieselbe Stellwerkart wie das, wo wir gerade drin waren. Nur das finde ich bautechnisch einfach schöner. Das hätte ich doch schon mal gesehen gerne. Aber ich glaube, hier drin hat es auch gebrannt, wenn ich das richtig sehe. Deswegen haben die das auch, glaube ich, hier dicht gemacht, wegen Einsturzgefahr. Ist auch, glaube ich, vernünftig, da muss ich auch nicht unbedingt rein. Ja, so sieht das aus. Gut, zwei Gebäude stehen noch auf dem Plan, die liegen auf dem Rückweg. Und dann haben wir dann den Tag auch schon, so gut es geht, um. Dann sage ich mal, bis gleich. So, hier sind die ganzen Leitungen, wie ihr noch sehen könnt, also zwischen den Büschen, die wohl für die Weichenschaltung zuständig waren. Ja, hier sind die ganzen, hier ist der Schacht. Also ich finde, nochmal gesagt, das Stellwerk echt Hammer. Ich finde das schön. Das habe ich schon die ganze Zeit gesehen und das war auch ein Grund, mal unbedingt mal hier hinzufahren. Aber erstmal wusste ich nicht genau, wo das ist, wo ich hier reinkomme. Und wie gesagt, auf so einem Gelände, was alles so ein bisschen einsam ist, ist natürlich besser, nochmal gesagt, wenn man jetzt zu zweit rumturnt. Erstmal hat man Gesellschaft und man ist auch ein bisschen sicherer. Zeige ich euch nochmal hier die Kabelschächte. Hier könnt ihr das schön sehen. Ja. Upsa. So. Ja, da liegt wieder mal eine Spraydose hier. Da vorne, ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber warte mal. Wie gesagt, ich bitte die Kameraführung zu entschuldigen. Da eine Spiraydose. Ich sag ja, ich wäre reich, wenn es da Pfand drauf geben würde. Ja, und hier ist dann so die alte Anlage. Gut. Gut, wir machen uns jetzt auf den Weg zu den anderen Gebäuden. Vielleicht ist da noch was Interessantes. Und dann sind wir quasi hier auch schon durch. So, in dem Gebäude will ich auch mal rein. Ich denke mal, das wird auch so ein Umkleideraum gewesen oder Umkleideräume werden da drin gewesen sein. Vielleicht auch eine kleine Verwaltung, Büro oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, wenig Info, aber die reiche ich ja nach, so viel es geht auf jeden Fall, was ich da erfahren kann. Ja, in den Gebäude werden wir auch reingehen. Durch ein Fenster. Ne? Oh, ich muss mal außen rum. Hier komme ich ja gar nicht so durch. Da bleibe ich nämlich hier hängen. Ja, jetzt sind wir ja auch schon fast 3 Stunden hier. Leute, die Zeit vergeht wie im Fluge. Es hat auch gerade jetzt leicht angefangen zu regnen. Ja, da ist ja auch das Fenster, wo wir rein können. Da machen wir uns auf jeden Fall mal rein. Und ich melde mich von drinnen wieder, Leute von heute. So, jetzt sind wir hier auch in dem Gebäude drin. Also das sieht wohl eher nach Verwaltung aus. Gehen wir zur Straße. Ja, das ist schon wieder das Ding da draußen. Könnte fast meinen, das ist ein Bahnhof, Fahrkartenschalter. Also nach Werkstatt, wenn ich den Boden so sehe, sieht es nicht nach Werkstatt aus. Das sieht für mich so nach, ja weiß ich nicht, Pausenraum, Kantine vielleicht, irgendwie so.
Ja, leider alles kaputt. Ne? Leider wird alles kaputt gemacht. Da sind wir wieder bei dem leidlichen Thema. Was haben die Leute davon, die Scheiben kaputt zu machen? Ey? Ja. Deswegen finde ich ja das teilweise gut, dass einige Leute so von Lost Places, sei es jetzt hier oder woanders, die Ortsangaben nicht geben, weil da immer welche fragen und so ja, einige Sachen dann kaputt machen. Wir hatten zum Beispiel mal, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, das war vom Eisenbahnmuseum oder ja, Museum Bochum-Dahlhausen. Die haben sich eine Doppelstock-Garnitur organisiert aus der damaligen DDR. Hatten aber wohl, wenn ich das jetzt richtig sage, ich hoffe, ich habe die richtige Info, wenn ich das mal richtig gelesen habe. Die hatten dann die Doppelstock-Garnitur in einem alten Werk von der Firma Brandt, also die den Zwieback herstellte, die war in Hagen. Und die hatten wohl ein Abstellgleis, was so überdacht war. Und da haben sie dann die Doppelstockgarnitur hingestellt. Ja, und dann hat Brandt wohl die Firma dann aufgegeben und es war auch kein Wachschutz mehr da. Dann sind da die ersten Randalierer hingekommen, haben da die Scheiben eingeschlagen von den Doppelstockwagen. Und später haben sie dann ja, die ganze Geschichte in Brand gesteckt. Das ist natürlich dann sehr schade. Ne? Das kommt dann dabei raus. Kai, wo bist du? Komme, wer ist oben? Jo. Ja, das Video kann natürlich länger gehen, oder ich denke mal, es geht länger, aber es ist ja was Besonderes und sehr interessant. Wenn ich kann, soll Pause machen. Also das sieht mir nicht so nach Arbeitshalle aus, das sieht mir so nach Verwaltung aus. Definitiv. Definitiv. Ja, jetzt habt ihr doch mal die Übersicht von dem ganzen Gelände. Da waren wir gerade drin in der Halle. Ich denke, das war jetzt die Instandsetzungshalle, nochmal gesagt. Und ja. Ja. Irgendwie hört sich das an, als ob die Platte da auf 33 läuft, aber ich glaube 45. Das wird alles wahr, Leute. Aber wiederum sieht das auch so komisch nicht nach Büros aus, oder? No plan from this fucking building. Wer ist da? Oh, das sieht alles ein bisschen gefährlich hier aus. Also mal aufpassen auf den Boden. Ja. Ja, im Großen und Ganzen hat das hier mit gar nichts zu tun. Das hat zwar alles mal zu der Bahn gehört, aber es ist jetzt nichts, was jetzt hier so ja, erkennen lässt, dass das mal ein Bahnbetriebswerk war. So Leute, das war's gewesen. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Wir waren jetzt knapp 3 Stunden oder was hier. Ja, ne? Ja. Also wir haben jetzt wirklich alles abgeklappert, was sehenswert ist. Das einige, denke ich mal, war interessant, das andere war vielleicht nicht so interessant. Aber ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Ich und Kai haben auch jetzt des Öfteren was vor, was solche Plätze angeht. Natürlich versuche ich immer zu gucken, dass das was mit Eisenbahn zu tun hat. Aber das muss ja nicht immer sein. Es gibt auch ganz interessante Gegenden, so Lost Places, was auch ganz interessant sein kann, was nicht den Eisenbahnhintergrund hat. Ja, Kai, hat mir Spaß gemacht. Schön, ja, dass du dabei warst. Und wie gesagt, schaut mal bei Kai rein. Der Link von ihm ist unten in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, das war's. So, ich bin wieder zu Hause. Die Geschichte heute hat mir riesigen Spaß gemacht. Sowas wird öfters jetzt bei mir kommen. Ich versuche mich natürlich dann, wenn ich ein Lost Place besuche, mich darauf zu konzentrieren, was mit Eisenbahn zu tun hat. Aber wie ich auch schon mal erwähnt habe, kann es natürlich auch mal ein anderer Ort sein. Ich habe jetzt mal mein Tablet vor euch aufgebaut mit Google Maps und will euch mal das Gelände zeigen. Normalerweise zeigt man keine Lost Places, aber in dem Fall denke ich mal, ist das völlig Latte, weil da ist eh schon alles kaputt, da kannst du nichts mehr kaputt machen und meine Info ist, dass dieses Jahr alles abgerissen wird. Viel Info habe ich, wie gesagt, über das Gelände nicht. Ich weiß wohl, dass sich die Dortmunder Eisenbahngesellschaft mit der Bundesbahn das Gelände wohl geteilt hat. Zumindest hat die Dortmunder Eisenbahngesellschaft, so kann ich mir das vorstellen, einen Teil davon gepachtet. Wenn das einer besser weiß oder mehr Infos hat, ruhig in den Kommentaren damit rein.
Ja, weil hier weiß ich wohl, dass die Dortmunder Eisenbahngesellschaft das genutzt hat. Und hier ist natürlich ein Schild gewesen, was ich auch am Anfang in Teil 1 gefilmt habe, dass das ein Bahnbetriebswerk von der Deutschen Bundesbahn ist. Ja, die müssen das sich wohl hier untereinander aufgeteilt haben. Hier war dann halt, wie gesagt, die Dortmunder Eisenbahngesellschaft sehr viel vertreten. Und hier wird dann wohl die Bundesbahn teilweise auch das genutzt haben, das Gelände. Oder wie auch immer, genauere Infos habe ich leider nicht. Ich weiß wohl, das habe ich ja auch gemerkt, wenn ihr jetzt euch das hier anguckt, das ist das ganze Areal, wo wir waren, da ist ja noch alles zugewachsen gewesen. Und wo der Kai und ich da langmarschiert sind, waren ja einige Stellen schon gerodet von den Bäumen, alles weggemacht, alles befreit von den ganzen Wucher. Und da waren die Trassen wieder frei. Ich vermute mal, das liegt daran, dass das vielleicht wohl neu bebaut wird oder die Gleise wieder genutzt werden. Also nutzen glaube ich nicht, die müssen komplett neu gemacht werden, aber vielleicht haben sie sich da schon den Weg durchgebannt, weil ich habe jetzt auch mitbekommen, dass die Dortmunder Eisenbahngesellschaft sich mit der Bundesbahn geeinigt hat bezüglich des Kaufs des Geländes. Da gab es so lange Heckmeck, weil die Bundesbahn wollte das ganze Areal komplett verkaufen und nicht in Abschnitten, aber die müssen sich wohl jetzt irgendwie geeinigt haben, in was so eine Form auch immer. Denn die Dortmunder Eisenbahngesellschaft hat hier oben ein Containerterminal und der ist wohl langsam zu klein für den Dortmunder Hafen und die wollen sich wohl vergrößern. Wo sie das jetzt hier genau machen, weiß ich nicht. Ich vermute mal, die werden das auf diesem Gelände hier machen, weil das hat ja die Dortmunder Eisenbahngesellschaft früher auch genutzt. Aber da habe ich jetzt keine Info genau drüber. Da lassen wir uns überraschen. Ja, hier ist der Dortmunder Hafen. Ja, der soll wohl boomen im Moment, wie ich das immer so in den Medien mitkriege hier bei uns in Dortmund. Und ja, deswegen wollen die da ein Containerterminal hinbauen. Wie gesagt, wo sie den jetzt hinbauen, genau weiß ich nicht. Hier ist er. Hier ist der aktuelle. Ups, das müssen wir jetzt nicht sehen. Hier ist der aktuelle. Und ja, wo entweder bauen sie hier an, da an. Aber ich vermute mal eher, die werden den da hinbauen. Ja, das ist die Brücke, wo ich im ersten Teil gesagt habe oder versucht habe, die Gleise zu zählen. Das ist die Verbindung von der Dortmunder Nordstadt nach Dortmund-Marten. Und ja, und hier geht es dann weiter runter zur Innenstadt. Gestartet ist die Geschichte hier. Ich habe hier also geparkt, bin dann da durch. Und dann sind wir zuerst hier in diesen Lokschuppen rein. Den haben wir dann besichtigt. Anschließend sind wir dann zurück hier in den Nebengebäude, da wo das alles mit den Graffiti so voll war. Das haben wir uns ja dann alles angeguckt, dann sind wir wieder durch den Lokschuppen hier raus, dann waren wir hier unter der Brücke, da sagte ich ja, da habe ich versucht die Gleise zu zählen und haben uns dann hier durch die Gebüsche geschlängelt zu diesem Stellwerk. Das war das Stellwerk, was ich euch auch von innen zeigen konnte. Dann sind wir natürlich dann hier wieder durch zu diesen drei Gebäuden, die haben wir uns angeguckt und haben uns dann wieder auf den Rückweg gemacht. Ganz nach oben, ganz nach hier, ich muss jetzt gucken, zu diesem Stellwerk. Das ist das Stellwerk, wo ich gesagt habe, dass ich mir das gut als Bausatz vorstellen könnte und was auch ausgebrannt war. Da sind wir auch leider nicht reingekommen. Ich weiß wohl, dass an dieser Stelle, nur nochmal eine Nebeninfo, dass 1964 dort ein Zugunglück passiert ist. Da ist ein Aachener Altzug irgendwie in einen Güterwagen nicht reingefahren, sondern hat den immer gestreift. Oder eine Lok war das, das weiß ich jetzt nicht so genau. Das war also 1964, da hat ein Fahrdienstleiter vergessen, ein Gleis zu sperren. Ja, und da ist das Unglück passiert, der wurde komplett aufgeschlitzt, der Zug. Also der ist von Dortmund nach Mengelde gefahren, das war der Aachener Altzug. Tote soll es wohl nicht gegeben haben, aber viele Verletzte. Das war so eines der größten Zugunglücke, die damals so in Dortmund passiert sind. Wie gesagt, ist schon lange her, 1964. Zugemacht hat das Ganze, glaube ich, 2000 oder 1999, vielleicht auch ein bisschen später. Ich habe da keine genaue Info von. Vielleicht ist da eventuell einer, der da mehr weiß. Ruhig in den Kommentaren dann damit, wenn er gerne die Info geben will. Ja, und das ist halt die ganze Geschichte von diesen Gelände. Ich weiß auch, das habe ich auch mitbekommen, selbst wo dieses Gelände noch aktiv war, soll das von Bahnzeiten oder in aktiven Zeiten sehr marode gewesen sein. Die Loks hatten da teilweise nur Geschwindigkeiten drauf bis maximal 10 km/h. Die durften da wohl nicht schneller fahren aufgrund der maroden Gleise oder was auch immer. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch alles richtig aufgeschnappt. Gelesen habe ich es nicht, aber ich habe da ein Video geguckt, wo so eine Führung über das Gelände gemacht worden ist. Und da hatte jemand das so aufgenommen, was so ein ehemaliger Mitarbeiter von der Bahn da erzählt hat.
Ja, das ist so die ganze Sache. Ich hoffe, ihr habt mal da so einen Eindruck von bekommen. Ja, also das ist also ein riesiges Areal. Ja, also wir sind also wirklich hier von hier unten bis nach hier oben hin gelatscht. Wir hätten natürlich noch weitergehen können, weil wie ich das jetzt hier so sehe, ist ja auch noch mal ein Gelände. Da ist jetzt noch ein Stellwerk. Hier wären auch noch Gebäude, aber ich denke mal, die wären jetzt nicht so interessant gewesen. Die wären auch kaputt sein und alles voller Graffiti. Da wäre kaum ein Unterschied gewesen zu den Gebäuden, die ich euch gezeigt habe. Jo, das war jetzt so meine Info. Natürlich, wenn ihr mehr Infos habt oder ich irgendwie Quatsch erzählt habe, korrigiert mich. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck gewähren. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war natürlich mal was ganz anderes, was ich gemacht habe. Ich fand es persönlich sehr spannend und toll. Wie gesagt, neuer Bereich. Ich war noch nie so im Lost Place Bereich tätig oder habe mich dafür interessiert. Interessiert schon, habe aber nie gedacht, dass ich sowas mal selber mache. Jetzt war das ja natürlich nicht so ein Lost Place, wie man sich den ursprünglich eigentlich so vorstellt. Ganz verlassen, kaum einer da gewesen. Nee, wie ich schon sagte im Video, war der schon längst abgegrast. Trotzdem fand ich das eigentlich ganz toll, mir das mal nochmal anzugucken. Zumal das ja auch dieses Jahr, wie ich schon sagte, abgerissen wird. Und ja, mir hat das unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, auch mit dem Kai. Und das schreit nach einer Wiederholung. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, die Videos waren zu lang oder was auch immer. Ja, ist klar, 15-Minuten-Videos, da habe ich jetzt schon mitbekommen, da ist euer Feedback für, dass ihr 15-Minuten-Videos macht. Aber es lässt sich halt einfach nicht immer so vereinbaren. Ich habe jetzt schon das Video geteilt auf zwei und ich denke mal, wenn einer Videos mag, kann er sich gut und gerne auch mal ein Video eine halbe Stunde angucken. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Weil ich habe jetzt keine Lust, da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile zu machen. Das passt schon. Ich hätte am liebsten auch alles in einen Teil gepackt. Aber gut, wenn da einer Probleme mit hat, er muss das Video nämlich gucken, kann vorspulen oder ausmachen. Und außerdem hat YouTube auch die Funktion, wenn ich jetzt ein Video gucke, mache es aus, gucke 2 Stunden später wieder, ist es genau an der Stelle wieder am Starten, wo ich aufgehört habe. Das wisst ihr ja wohl alle selber. Ja, wie gesagt, es ist sowas noch geplant mit Lost Place Bereich, schwerpunktmäßig, was Eisenbahn angeht. Aber ich habe ja mit dem Kai gesprochen und es kann doch durchaus mal möglich sein, dass wir uns auch mal andere Locations angucken, die jetzt nichts mit Modelleisenbahn zu tun haben. Könnte durchaus mal sein, irgendwie so eine alte Siedlung, die abgerissen wird oder halt eine alte Kirche oder einfach interessante Orte, die vielleicht eine Geschichte zu erzählen haben oder wo was ganz Großes passiert oder gebaut wird. Wenn wir sowas hinkriegen, ja, dann werden wir auch sowas machen. Ja, ich habe euch ja auch gesagt, dass auf meinem Kanal dann nicht nur Modelleisenbahn kommt oder halt alles, was mit Eisenbahn zu tun hat, dass mal durchaus auch andere Dinge kommen können. Ich finde das ganz spannend, aber keine Sorge, schwerpunktmäßig bleibt Eisenbahn und das wird auch weiterhin Vorrang auf meinem Kanal haben. Vor allen Dingen meine Modelleisenbahn. Gut, Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Mir hat das riesen Spaß gemacht, dieses Video überhaupt zu drehen. Ich hoffe über ein positives Feedback von euch. Ja, lasst mein Feedback da auf jeden Fall. Wie gesagt, schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald, euer Dortmunder Junge.